was bisher bei dem Video geschah. Bitte machen Sie Ihre Aufgabe und sorgen Sie dafür, dass der Bürgermeister seinen Job erledigt und die Stadträtin sich um Wohnbauten kümmert und nicht um sexuelle Belästigungen. Dafür ist die Polizei zuständig, wenn eine Straftat begangen worden ist, und nicht Sie, Frau Stadträtin. Der Name Stadträtin sollte eigentlich heißen, es sollte das Wohlergehen der Stadt sein und nicht das Wohlergehen eines Menschen. Wozu gibt es eigentlich Rechtsanwälte, Polizisten, Polizistinnen, Richter und Richterinnen? Wozu gibt es die? Beziehungsweise Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, wozu gibt es die? Wenn Sie jetzt, liebe Frau Stadträtin, dessen Arbeit machen, dann werden die alle arbeitslos. Wer ist schuld? Sie natürlich. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag und sorry, dass ich so aufmüpfig bin, aber das geht mir auf die Nerven, dass hier die SPÖ die Aufgaben anderer machen und dafür ist die nicht gedacht. In diesem Sinne, schönen Tag und danke. Und hier noch zum Abschluss. Ich möchte mich bei allen, wirklich bevor ich jetzt 2 Wochen weg bin, bedanken, dass ihr mir folgt, dass ihr eigentlich immer da seid und dass, ja, wie soll ich sagen, mich persönlich trefft und so, für die, die auf TikTok sind. Aber ihr müsst auch einmal meine Perspektive verstehen. Liebe Leute, mir geht es nicht darum, irgendwelche Politiker oder Politikerinnen zu herabwürdigen oder runtermachen. Aber man wundert sich, dass die SPÖ hier Aufgaben übernimmt, die erstens dafür nicht zuständig sind und zweitens gibt es andere Leute, die sich um solche Themen oder Sachen kümmern. Und ich möchte wirklich dieser SPÖ nicht zu nahe treten, aber es ist wirklich nicht in Ordnung, was hier gemacht wird. Und ich finde es sehr, sehr traurig, dass ihre Frau Stadträtin hier alle Herren in einen Topf wirft. Und noch einmal, es sind nicht nur Frauen Opfer der sexuellen Missbrauch, auch Herren sind Opfer. Also, liebe Frau Stadträtin, was lernen wir daraus? Nicht alle Männer in einen Kamm scheren. Und sie machen es nicht besser, wenn sie hier auf der Donauinsel aufkreuzen mit ihren Securities und den Plakaten. Sie machen es eigentlich viel, viel schlimmer. Und ich bleibe auch dabei. Und ja, ich möchte auch noch darauf hinweisen, ihr könnt mir gerne alle auf YouTube und TikTok folgen. Und ich sage jetzt schon mal Dankeschön. Und wünsche euch somit schöne 2 Wochen. Ich hoffe, dass sich in der Zeit etwas tut an Follower und Followerinnen. Aber bitte keine Spam-Likes oder Spam-Kommentare, weil die werde ich dann sicherlich nicht veröffentlichen, sondern eher löschen. Also danke für Ihr Verständnis und noch schöne 2 Wochen. Tschüss.